Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Und ja, beim letzten Mal haben wir ja die Gefängnisse gemacht, zumindest die wir schon gefunden haben. Ging ja nicht ganz gut von der Hand. Jetzt, heute, habe ich überlegt, müssten wir uns mal diese Gebiete hier anschauen, denn hier in diesem Wald ist zwar die Ruine, Nebelwald, viel mehr haben wir ja nicht gefunden. Ich glaube, hier gibt es noch einiges zu entdecken, genauso wie hier. Hier vielleicht auch, weiß ich nicht, aber hier so auch. Hier drüben vielleicht, da kommen wir glaube ich gar nicht rüber. Aber lass uns doch mal gucken. Ganz zu Beginn lief doch auch immer so ein Ritter hier rum. Den könnten wir ja vielleicht auch mal versuchen zu behelligen. Ich weiß nicht, ob wo der ist. Muss ich kurz überlegen. Der war, ich meine, der war immer am Anfang. Wo man anfängt, ne? Hier am Anfang? Ne, hier fangen wir gar nicht. Hier fangen wir an, ne? Brücke des Opfers? Ne, Katakomben des Fehlers. Da haben wir noch gar nicht die Karte entdeckt, sehe ich gerade. Sollen wir uns die mal holen? Ja, super, super Idee, machen wir mal. Los geht's. Holen wir uns einmal die Karte und dann wollte ich noch mal gucken, da läuft immer dieser Ritter am Anfang rum. Da habe ich am Anfang mal Respekt vor gehabt, aber ich glaube, den könnte man mal legen. Ich glaube, der ist auch gar nicht so stark. Mal ganz ab. So, wir wollen da runter. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal ein Pferd. Wir wollen in die Richtung. Jetzt. Los geht's. Ach, das war das hier. Okay. Warum haben wir uns denn damals die Karte da unten nicht geholt? Das war ja bescheuert von uns. Na gut, wir müssen uns wohl, glaube ich, mal kurz nochmal durchwursteln hier. Aber das können wir ja machen. Ja. Stark schon. Das heißt, die hier sind ja wahrscheinlich nicht ganz so stark. Man weiß bloß nicht, wie das ist, wenn die alle auf einmal kommen. Lass uns mal hier hinten anfangen. Wow, was war ein Flug, was? So, die machen wir auch kurz weg. Er pennt da hinten, der soll auch weiter pennen. Der soll uns mal gar nicht weiter behelligen. Und jetzt nochmal schnell zu diesem Ding da hin, damit wir auch die Karte hier aufdecken. Wie dumm eigentlich, dass wir die nicht aufgedeckt haben damals. Aber ich glaube, wir sind noch gar nicht so weit gekommen, ne? Ich glaub, irgendwas war hier, was uns da aufgehalten hat. Ich weiß nicht mehr was. Aber diesmal finden wir nicht. Also guck mal, hier ist auf jeden Fall ein Ruhenplatz. Den können wir auch mal einnehmen. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Gott, was ist das Ganze für ein Land hier unten? Das haben wir noch gar nicht alles entdeckt. Hier ist schon wieder ein Verkäufer. Wollen wir nicht. Jetzt wollen wir erstmal die Karte haben. Da hinten ist sie doch schon. Wie doof von uns, die letzte Mal nicht genommen zu haben. Ja. Okay, da kommt mal ein fetter Pfeil. Der kommt vom Schloss da oben, behaupte ich mal. Dann warten wir mal kurz. Oh, ich kann hier gar nichts machen. Okay, aber es ist auf jeden Fall ein ein bisschen verstecken hier. Das da hinten. Okay. So, dann haben wir ja schon mal auf der Brücke gehabt, ne? Könnt ihr euch dran erinnern? Vielleicht können wir da jetzt gleich nochmal hinrennen zu dem.
Ah, okay. Muss ich gucken. Die Belagerung von Schloss Morna, ein einsamer Held kämpft für die Rache. First Godfrey ist sein Verderben. Ah, okay. Also spannend, was man alles entdeckt hier immer. Jetzt hat man noch so ein ganz anderes Gebiet hier entdeckt, was wir gar nicht geplant haben für heute. Aber trotzdem, wir gehen mal kurz drüber. Ich guck mal, ob ich noch so einen Platz der Gnade finde vielleicht. Sieht aber nicht so aus. Trotzdem schauen wir uns mal rum. Wir müssen aufpassen, dass die uns nicht entdecken hier. Hier gibt es irgendwo einen schönen Strand. Da gehen wir jetzt nicht runter, dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hoch. Aber da unten ist ein Platz der Gnade, wie ich sehe. Irgendwas leuchtete da. Ja, richtig, richtig gut falsch gesehen. Wir kommen da wieder hoch, ist nicht das Problem. Ah, sieht schon cool aus alles. So, mal gucken. Kann man da reingehen? In Schloss Morne? Kann man ja anscheinend. Warum haben wir das nicht gemacht schon? Wahrscheinlich finden wir da irgendwas, was wir ganz zum Anfang hätten gut gebrauchen können. Zumindest ist da... ist da ein Platz der Gnade. Bonfire. Mal hier rumgucken. Liegen so ein paar Leute? Nee. Waffen? Spannend. Irgendjemand ist gestorben gerade. Okay, kann natürlich sein. Lassen wir unsere Wölfe raus. Sind natürlich viele Gegner. Auch heftige Gegner. Oh, der haut rein. Der ist perfekt. Oh, schnell weg hier. Oh, fuck. Der war zu mutig, ne? Der war gerade zu mutig. Hat man die Wölfe alles erledigen lassen sollen. Ich glaube, das können wir auch machen. Die Wölfe können eigentlich alles alleine machen, oder? Sind aber auch zu viele. Sind aber echt viele da, ne? Müssen wir unsere Runen wiederholen. Das wäre sonst ärgerlich. Glaube ich, oder? So. Aber cool, ey. Einfach mal so ein Schloss hier nochmal so. Oder? Wie cool ist das denn? Die haben wir, das hatte ich vorher gar nicht gesehen, ey. Geil. Sagt mir zu, sowas. Das sagt mir ja zu, ne?
Guten Morgen! So. Wir müssen natürlich unsere Sachen haben, da die hole ich jetzt schnell hin. Oh. Nein! Wo sind die blöden Hunde, wenn man sie braucht? Kommen wir mit hier rüber, wir räumen hier komplett auf. Das sind keine bösen Überraschungen. Da drüben höre ich noch mehr Leute kämpfen irgendwie. Mal gucken, ob wir hier noch mehr finden, nicht, dass wir dann noch mehr Überraschungen erleben. Ja, einfach mal arsch viele Leute, Leichen. Feuerfett. Oh. Da ist doch schon wieder irgend so ein Viech da. Los, greif ihn an. Schön. Ist die Frage, wo wir längs sollen. Hier geht es auch noch längs. Da gibt es noch einen Weg. Lass mal hier hingehen. Hier liegt einer, der halb tot ist. Schmiedestein 1. Okay. Lass mal hier drüben längs gehen. Okay, die Hunde. Die Wölfe kann ich hier gebrauchen, woanders noch nicht. Aber wenn sie jetzt weg sind, sind sie weg, ne? Das ist so. Muss mal kurz hier reingehen und gucken, ob da irgendwas ist. Ach, jetzt geht's auf eine Leiter rauf. Sollen wir da raufgehen? Ja, sind meine Wölfe weg. Dann ist das so. Drüben ist noch einer. Okay, den lassen wir mal kurz in Ruhe. Gucken wir uns erstmal um die Leute hier drüben. Okay. Ist doch noch einer da oben, ne? Ja, da, guck mal. Uiuiui. Ich habe schon Respekt vor solchen Fliegviechern. Da, wo wir eben unten waren, ne? Goldene Rune 2. Da geht's auch nochmal runter. Okay.
hier. Da ist ein Feuer. Aber wie komme ich da hin? Ah, warte, hier. Ja, gut. Oh, wollte ich auch gerade benutzen da. Nee. Sehr gut. Mal gucken, wo es hier noch irgendwas gibt. Nee. Aber wie kommen wir denn hier wieder weg? Ah, da kann man runter, okay. Hier ist nichts. Da geht's auch nochmal runter. Oh, da ist so einer, der was hat. Was Wichtiges vielleicht. Ein Steinschwertschlüssel, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Da geht's aber nicht mehr runter. Und ein Gegner, ich kann das gar nicht sehen gerade. Okay, hier ist nichts. Können wir nur geradeaus weitergehen. Da ist noch eine Tür. Oh. Lass uns erstmal die hier vorne wegmachen. Legen wir da mal rein. Oh, da sind diese ekligen. Ach, das sind so Schleimtypen. Okay, das kann ewig dauern, bis wir die Karte finden. Mögt ihr nicht, ne? Oh, ich hab kein Dings mehr. Oh, sehr gut. Huiuiui. Hab ich jetzt nicht gerechnet, dass wir die jetzt noch so... Aber jetzt haben wir auch keinen von dem anderen Kram mehr. Nein! Oh, scheiße. Du Fickviech, Alter. Wo war denn das Viech, ey? Hab ich nicht gesehen. Blödes Viech. So, wer ist er hier drin? Hey, bitte helft mir, ich bin von adliger Abstammung. Wenn mich diese scheußlichen Halbblutfette fressen, bin ich für immer gezeichnet. Alles nur das nicht, bitte. Denk nur, was für eine Schande das wäre. Du bist schon tot, Junge. Schleimer an. Ah, okay. Das kann er auch. Okay. Glassplitter. Wir sind da oben. Einer oder zwei oder drei? Oh.
Alter, mit dem ich jetzt hier runtergekickt hätte von der Brücke. War auch sehr, sehr leichtsinnig, hier oben zu kämpfen. Hätte man lieber woanders machen sollen. Okay, noch hier hoch. Auf den Turm. Doppelklingen-Talisman, okay. Aber mehr gibt's hier gar nicht, wa? Ich dachte, man könnte noch mehr finden hier. Was findet man da gar nicht? Gut, so einen anderen Weg gehen. Obwohl, hier kann man schon aufs Dach jumpen, ne? Ob man da rauf sollte, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass man darauf springen kann, glaube ich immer, dass man das irgendwie auch soll. Mal gucken, wo kann ich da runterfallen? Befleckter goldene Sonnenblume. Aufgefüllt, das ist ja auch nicht verkehrt. Hier geht's nicht längs. Da geht's runter. Guck mal hier, ob er nochmal irgendwo runter geht. Nicht, dass wir irgendwas gesehen haben. Ne, müssen wir da hinten längs. Abgerollt. Schon zu spät vielleicht. Na, guck mal hier. Da liegt eine Leiche da unten. Wir können auch nur da längs. Also wir müssen direkt hier auf dem... warte mal. Okay, wir müssen ein bisschen Balken balancieren machen, sehe ich gerade. Kann man hier noch woanders hin? Ne, kann man wirklich nicht. Okay. Boah, lass uns das probieren. Man kann ja nur sterben. Schmiedesteine. Oh, kann ich es richtig sehen. Ich glaube, es ist richtig. Okay. Da unten ist ein Gegner. Ich frage, ob ich einen Gegner landen will oder einfach nur daneben. Ich kann auch hier landen. Ah, es sind Ratten. Okay, also. Mann! Euch Ratten nämlich auch offen. Bevor ich gegen euch kämpfe, schieße ich euch lieber ab. Gegner? Ich weiß es nicht. Runter! Anscheinend nicht.
Eine Peitsche. Na. Guck mal raus hier raus, ob da irgendwas ist. Es ist jetzt keine Gegner hier. Da hinten sehe ich aber ein Monster von Gegnern wahrscheinlich da in diesem Turm drin. Also gucken wir uns, ist hier oben so, hier oben ist ein Feuer. Also das ist auch gut zu wissen. Ort der Gnade. Gut. Oder auch schlecht, man weiß nicht. Da unten sind Quallen. Aber ich bin euer Meister, ich habe das Quallenschild. Ich hoffe, die Brücke bricht jetzt nicht. Okay. Wurfdolche. Kann ich runtergehen? Lass mal runtergehen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, runterspringen kann ich wahrscheinlich gar nicht. Würde wahrscheinlich zu tief sein. Ja, wird wahrscheinlich zu tief sein. Ich trotzdem mal rumgucken hier. Guck mal hier. Dunkelschmiedestein 1. Okay, schade. Aber wir können hier rüberkommen, oder? Ein bisschen, das spiegelt so doll, ich kann nicht den Boden sehen. Okay, sind wir bereit dafür, da reinzugehen? Also ich würde mir auf jeden Fall gerne mal angucken. Obwohl, nee, ist ja Quatsch. Was mache ich denn? Ich habe ja noch so viele Runen. Lass uns die mal erst verhauen, bevor wir da reinmarschieren. Weil auf einmal, kann ich mir richtig gut vorstellen, sterbe ich gleich und kriege die dann nicht wieder oder so. Muss ja nicht sein. Huch. Also erstmal hoch. Kann ich schneller hochgehen? Tatsächlich, ich kann auch schneller hochgehen. Okay. So, wir sind nochmal rüber. Ah, ich weiß, es ist total nervig für euch. Ich muss das erstmal mal angucken. Aber ich habe 13.000 oder so. Wenn ich mir da jetzt nicht noch extra ein bisschen Leben hole oder so, das wäre ja Quatsch. So, können wir rasten hier. Guck mal. Also, da würde ich sagen, nehmen wir nochmal ordentlich Stärke mehr oder mehr Geschick. Mehr Stärke. So, perfekt. Und wir haben auch unsere ganzen Sachen aufgefüllt. Das ist noch besser. Ich kann hier nicht runterspringen, ne? Nee, kann ich nicht. Schade. Wäre so cool gewesen. Hier längs laufen. Okay, sind nur ein paar Quallen natürlich. Wir laufen natürlich einen anderen Weg. Was uns da wohl erwartet für ein Monstrum? Ich bin gespannt. Lass mal den Nebel durchqueren. Löwenartige Scheusal. Okay. Nein.
So. Okay. Drohschwert der Verpflanzung. Puha. Der war jetzt gar nicht so schwer. Wäre auch wahrscheinlich einer gewesen von den ersten, den man hätte machen sollen. Könnte ich mir gut vorstellen. Also mit unseren, was wir dabei haben, unseren Hunden und den ganzen Kram, war da natürlich echt easy peasy, muss man leider sagen. Ich muss schon rumgucken, hier ist ja irgendwas übersehen noch. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr so viel zu übersehen, beziehungsweise nicht zu sehen. Ja, cool. Löwenartige Scheusäule. Aber mehr gibt's hier nicht. Oder habe ich irgendwas übersehen hier darüber drüben? Gab auch gar nicht so viele Punkte für den. Aber egal. So. Achso, hier wollen wir mal die Waffe angucken von dem. Von dem guten Typen. Da. Wir brauchen eine Stärke 40. Okay, aber der hat dann auch ordentlich Power, ne? Man sieht. Wir haben natürlich ein bisschen mehr hier, ne? Aber. Nicht schlecht. Wie viel von diesen Runensteinen haben wir denn jetzt hier? Dunkelschmiedestein. 8 haben. Wir haben 8. Wo haben wir den 8er denn mal herbekommen? Uns fehlt auf jeden Fall noch 6 und 7, um überhaupt da mal hinzukommen. Aber naja. Ja, sehr gut. Ja, aber das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.